Herzlich willkommen zu Für eine Handvoll News aus der Tiefer Spielfilm Lounge mit Sebastian Wiepitz und mir, Steven Sober. Wir haben relativ viel Fußballthemen mitgebracht. Ja. Erstaunlicherweise, nachdem er gestern Champions League Fußball war, geht immer. Ja. Geht es jetzt ungefähr 4 Ligen, wenn nicht sogar 5, nach unten. Von Europa League zur Bundesliga, in die zweite Liga, zur dritten Liga. Da gibt es nämlich News. Die dritte Liga wird nicht erst ab 2018-19 bei Telekom zu sehen sein, sondern schon ab 2017-18. Ja, das ist die News, weil alles andere war ja eigentlich schon bekannt. Betrifft ungefähr 380 Spiele, die im Entertain-TV-Paket dann zu sehen sein werden. Die ARD-Dritten haben ja da immer sehr viel gezeigt. Also MDR als Vorreiter, glaube ich, die haben immer sehr, sehr viel gezeigt. Ab und zu läuft sowas auch im WDR, SWR, BR auch mal. Und ja, jetzt sind die auf Full HD zu sehen, werden auch komplett kommentiert mit Halbzeitberichterstattung, Vor- und Nachberichterstattung, also echt ausführlich. Und das bedeutet dann, dass sie in den dritten nicht mehr zu sehen werden? Doch, die sind da auch, aber nicht mehr so viele. Ich glaube, es sind dann ab der neuen Saison nur noch 87 Partien insgesamt, die in der kompletten Saison in den dritten laufen. Ja, für alle Telekom-Kunden ist es natürlich eine gute Nachricht, ist mit in einem der Pakete, die man da abschließt, enthalten. Unter anderem gibt es ja ein Monatsabo für, ich glaube, 14,95 €. Da kann man sich dann teilweise Einzelspiele dazu buchen oder Pakete, aber das sollen die Telekom-Kunden bitte selber sich angucken. So tief bin ich in die Materie nicht eingestiegen. Ich bin nämlich kein Kunde. Ich auch nicht, also, ja. Aber ich muss auch ehrlich sagen, dass mich dritte Liga jetzt nicht so interessiert. Also, das klingt jetzt vielleicht snobistisch, aber... Ist dir ein bisschen zu trivial? Zu holzig, ja. Zu. Ja. Okay. Also, ich guck lieber Champions League bei The Zone. Bei The Zone. Ja, alle Spiele. Die dann so... Alle Spiele gleichzeitig. Ich stelle mir ganz viele Bildschirme auf und guck dann alle Spiele gleichzeitig. Die dann so Zenit St. Petersburg gegen Apoel Nicosia zeigen dürfen, weil das Sky, ist Europa. Weil Sky den Hammer hat. Der europäische Gedanke. Naja. Cool. Gibt's noch was? Ja, wir bleiben bei Fußball und zwar geht der jetzt am Wochenende, glaube ich schon, ja, am 17. der Confed Cup los. Tatsächlich. Es ist soweit. Da freuen wir uns drauf, ich zumindest. Also viele, also das, ich glaube, Jogi Löw und seine Jungs haben jetzt auch ein bisschen Spaß dran. Die zweite Garde, das war ja eher so ein Pflichtprogramm, was keiner richtig wollte, aber ich glaube, da kommt so langsam. Es hat so ein bisschen Ferienlagerschaden, finde ich, weil man hat nicht so die ganz große Verpflichtung im Nacken, es ist nicht der große Druck da, aber dafür... Ja, sie dürfen nicht gewinnen, weil wenn sie das Turnier gewinnen, werden sie nicht Weltmeister. Achso, das ist so. Ja, da drauf, das gab es noch nie. Das ist der Fluch, ja. Und... Der Confed Cup findet ja bekanntlich in Russland statt und da hat sich die ARD jetzt gedacht, na, wen schicken wir nach Russland zur Berichterstattung und sind auf keine geringere gekommen als Palina Roschinski. Oh, unsere Freundin. Die ja in St. Petersburg geboren ist, jetzt, wo ich gerade Zenit St. Petersburg gesagt habe. Sie ist eine Russland-Kennerin, die mit ihrer erfrischenden Art frischen Wind bringt, laut Programmchef Volker Wehrle. Hat er nicht Unrecht, was? Also auch so vom Gesicht her ist es ja schon mal, also so von ihrer Präsenz und wie man sie halt kennt im Fernsehen, ist auf jeden Fall erstmal eine erfrischende Note. Ich wusste jetzt bloß nicht, dass sie Fußballexpertin ist. Muss ich dazu sagen. Sie vielleicht auch nicht. Also ich glaube, sie soll eher so für das Drumherum zuständig sein, so Lokalkolorit und so. Also das gab es ja immer wieder zum Beispiel. Sie Reporter, die dann rausgehen, genau, ein bisschen Voxpops machen und auf die Straße. Ja. Bei der WM in Brasilien war es zum Beispiel Fernanda Brandão oder wie sie heißt. Ja, ich erinnere mich. Und also sowas. Aber ich frage mich, ob beim Confed Cup da überhaupt ist da viel los? So, also ist da viel auf der Straße? Gibt es da Public Viewing? Gibt es da gar nicht, oder? Doch, ich glaube schon. Also Russland, also es ist ja immer so ein Testcase. Ja, das ist schon. So eine Vorbereitung für die WM, sind die Stadien, stimmen das Sicherheitskonzept. Was ja definitiv nicht stimmt, weil die Stadien alle noch nicht fertig sind, viel zu viel gekostet haben. Ich denke, im Notfall wird Putin seine Bürger auf die Straße schicken und sagen, ja, geh da mal hin. Aber vorher schnell die Nordkoreaner von der Straße holen, die eigentlich die Stadien gebaut haben. Ganz klammheimlich. Ja, okay. Ja, interessant. Wieso nicht? Kann man machen, finde ich auch.
Also für sowas ist es ja mal ganz interessant. Ja. Und mal sehen, wie sie sich anstellt. Ich find, und die hat auch was im Kopf. Die ist clever, witzig. Ich hatte ja schon mal die Ehre, sie vor der Kamera zu haben. Ja. Eine sehr, sehr sympathische Frau. Man kann immer gut mit ihr quatschen. Hat immer einen Kessenspruch auf jeden Fall auf der Lippe. Insofern dürfen die Zuschauer bestimmt locker leichte Unterhaltung erwarten. Ich habe was eher nicht so locker leichtes. Es gibt ja immer wieder Beschwerden, wenn es um die Piraterie im Internet geht. Das gefällt. Es geht also um illegale Streaming-Angebote und die großen Leidtragenden sind natürlich die, die produzieren, die teuer Sachen erstellen für uns, kreative Sachen schöpfen und natürlich auch die, die es ausstrahlen. Und auch die, die dann nichts mehr zu sehen bekommen irgendwann. Genau. Und irgendwann ist kein Geld mehr da und dann gucken wir auch alle in die Röhre. Also es geht uns alle an. Eigentlich schon, ja. Das haben viele da draußen. Piraterie geht alle an. Genau. Viele da draußen haben es leider noch nicht so richtig verstanden. Jetzt haben sich aber wirklich namhafte, vielleicht die größten Player des Marktes zusammengeschlossen. Also ich zähle wirklich nur mal beispielhaft ein paar auf, weil es einfach zu viele wären. Amazon, Netflix, NBC, HBO, BBC, AMC, Canal Plus, Sky und. Einfach alle. Haben sich zusammengeschlossen und nennen sich die Alliance for Creativity and Entertainment. Diese Allianz hat sich zur Aufgabe gemacht, eben Piraterie zu bekämpfen. Wollen ihre legalen Angebote natürlich, die sie hier streuen, schützen und haben, glaube ich, über 400, also insgesamt genommen, jetzt von diesen Beispielen auch ausgehend, 480 Online-Services also am Start, die legal und teilweise wirklich auch zu sehr moderaten Preisen kreative Kunst, sage ich mal, uns zur Verfügung stellen. Da muss doch was dabei sein. Da muss für euch was dabei sein, genau. Und ja, es wurde ermittelt, also interessante Zahlen, auch 5,4 Milliarden illegale Downloads 2016. Und es wird davon ausgegangen, das ist natürlich nicht eine ganz, kann man nicht so korrekt ermitteln, aber 21,4 Milliarden Visits auf illegalen Streaming-Seiten, wie zum Beispiel Düt. Die wurden halt so oft angeschaut. Aber zu Düt gehe ich immer, die gucke ich mir immer. Echt? Obwohl ich ja Düt eigentlich noch immer ein bisschen cooler finde. Nee, aber es ist nicht cool. It's not cool. Die haben sich jetzt zusammengeschlossen bei Nachforschung, bei der Zusammenarbeit mit Strafvermittlungsbehörden. Also da geht es jetzt wirklich True Crime-mäßig zu. Da wird jetzt alles verfolgt, was... Da könnte man doch auch eine Doku draus machen, die dann auf allen diesen Kanälen gezeigt wird. Und ja. Und dann halt die Betreiber und so, die das ja wahrscheinlich blind alles hochladen, die laden dann diese Doku auch auf ihren illegalen Portalen hoch. Und dann explodiert, Und dann explodiert das Portal. Und next topic? Statt Grill den Hänsler könnte es bald heißen Schlag den Hänsler. Das ist nämlich eine totale Hammer-Meldung. Denn man munkelt, dass Hänsler, also Steffen Hänsler, der allseits beliebte Fernsehkoch, der übrigens ein Restaurant gleich nebenan hat bei uns, der könnte Stefan Raab beerben. Oh. Also statt Schlag den Raab oder Schlag den Star könnte es jetzt Schlag den Hänsler heißen. Aber ist nicht Elton schon ins Erbe getreten? Nee, der moderiert ja, aber... Aber ach so, als, einer der als Raab, genau. Ach so. Der macht quasi den Raab. Okay. Und es ist noch nichts Offizielles, aber es gibt ganz klares Indiz dafür. Nämlich hat sich Brainpool, die Firma, die Schlag den Raab und Schlag den Star produziert. Alles, was mit Raab eigentlich zu tun hat. Genau. Ja, auch TV exklusive ProSieben. Die haben sich die Domain www.schlagdenhänsler.de gesichert. Und das ist eigentlich schon, also das ist eigentlich sicher. Also ja, also so Domain-Sicherungen sind wirklich sehr, sehr
vorgelagerte Aktion. Ja. Also sowas macht man wirklich halt auch schon mit einem sehr großen Vorlauf. Also es kann sein, dass das Projekt trotzdem nie zustande kommt, weil die unterschiedlichen Partner, die da zusammenlaufen, glaube ja, ich, natürlich eigentlich ja, mehr. Kann aber immer trotzdem, sein, aber trotzdem. Aber es ja. heißt de facto, ja. dass die Idee im Raum steht ja. und das ist damit eigentlich so gut wie ja. bestätigt. Also dass darüber diskutiert wird und jetzt... Er hat da schon zweimal mitgemacht bei Schlag den Star, hat verloren. Ja. Joe Kelly hat ihn richtig gegrillt, richtig durchgenommen. Gegrillt hätte auch gereicht, aber ja, fand so ich richtig durchgegrillt. So richtig. Von ja. beiden Seiten. Ja, also noch nicht mal Medium. Ja, ja, das hat so ein. Ich habe ja irgendwie war das in der Wams oder so? Hat er irgendwie mal so ein schmissiges Kommentar rausgehauen von wegen Kochsendung ist bei weitem nicht genug. Late-Night-Shows wäre das große Ziel. Natürlich, darauf warten wir doch. Hat er wirklich gesagt. Ja. Das war ein Zitat, das wurde gedruckt. Late-Night-Shows. Ja. Steffen Hensler. Nee. Was? Nee. Jetzt, also Herr Hensler, wir müssen heute nur... Bleiben Sie also bei Schlag Ihrem den, Sushi... Schlag den Star von Dingen. Mir aus. Ja. Da kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Okay. Da muss er sich einfach ein bisschen beweisen. Also hat er aber bei den zwei Sachen offensichtlich nicht so gut getan. Genau, aber also Late-Night-Shows, bitte die Finger davon lassen. Bitte. Also da muss man schon Harald Schmidt aufwärts sein. Also da muss man schon mehr liefern können als nur ja. irgendwelchen... Ich weiß nicht, ich habe jetzt kaum was gesehen von Hensler, aber so, der findet sich schon sehr geil, muss man sagen. Also das ist ein bisschen... Da können die Gagschreiber noch so gut sein, glaube ich. Da fehlt einfach so eine Spur. Das muss von ihm selber kommen und... Ja. Dafür reicht es nicht mal, meinen witzigen Spruch in der Kochshow rauszuhauen oder so. Oder sich total geil zu finden. Also ich finde, es passt einfach überhaupt nicht. Das wäre wahrscheinlich für uns eine Steilvorlage, wenn das probieren würde, weil wir könnten uns daran abarbeiten und ihn runterschreiben. Nee. Aber wir warnen jetzt schon mal Finger weg, sonst gibt's auf dieselbigen was von uns. Aber Schlag den Hensler von mir aus. Ja, Mark war ja auch Metzger vorher. Stimmt. Allerdings kein TV-Metzger. Interessante Parallele, was du alles raussuchst. Also das ist noch das zweite Indiz, also... Ist Ekien. Ja. Domain also, gesichert. Ja. Und Raab war auch Metzger. Was für ein spitzfindiges Schlitzohr, dieser Sebastian. Ja, hast du noch was auf dem Zettel? Ja, auf dem Highway ist bald wieder die Hölle los. Ihr erinnert euch an die turbulente Highway-Komödie von 1981. Stars wie Roger Moore, Jackie Chan, Burt Reynolds waren da unterwegs. Also ich habe das nie gesehen. Also das war in den 80ern. Da gab es noch zwei Fortsetzungen. War ein Riesending anscheinend. Riesen Publikumserfolg. Und... Ich kann ehrlich gesagt auch nichts davon sagen, weil ich habe es auch nicht gesehen. Das ist wahrscheinlich einfach vor meiner Zeit gewesen. Ja, das ist so. Wurde das ist auch sehr so zeitgebunden. Genau. So. Ja, das ist auch sehr zeitgebunden, würde ich sagen. Aber das soll jetzt reaktiviert werden mit keinem geringeren als wem sonst? The Rock. Ach ja klar, Dwayne The Rock Johnson. Cool. Wer sonst? Übrigens werden wir gerade gefragt von Christian Kiel: Für wen arbeitet ihr? Das dürfen wir nicht verraten. Ja, das willst du gar nicht. Also, das dürfen wir nicht verraten. Okay, Dwayne The Rock Johnson übernimmt im Reboot für den genau. Roadtrip-Klassiker. Ja, er soll die Rolle von Burt Reynolds wohl übernehmen. Und ja, also es geht um illegale Rennen. Also es ist so eine Art... So die Fun-Version von Fast and Furious. Ich bin abgelenkt, weil Christian Kiel schon wieder was geschrieben hat. Aber auf die Frage will ich jetzt nicht weiter eingehen. Ich kann er sich vielleicht selbst beantworten. Heute Abend, um auf die Frage einzugehen, aber heute Abend läuft übrigens die Bachelorette. Ja, das ist fast so alt. Das ist jetzt so eine Art. Also das hat jetzt nichts mit irgendwelchen Zuschaueranfragen zu tun. Ja. Aber wer Lust hat, heute stellt sich eine Frau. Genau, die Bachelorette. Der Witz ist, die Frau war schon mal als Kandidatin beim Bachelor. Ah. Ja. Okay, gar nicht in the topic und so, aber interessant. Und das darf man. Ja, das ist. Anscheinend, Warum nicht? Also
Also da hat sie, ja, also da wurde sie dann rausgewählt. Aber da muss sie ja schon relativ früh rausgeflogen sein, sonst wäre ja schon so viel von ihr erzählt worden, oder? Aber sie war, glaube ich, auch bei Big Brother, Promi Big Brother. Also die ist schon. Da haben die so einen bunten Hund genommen jetzt, ja? Ja. Okay. Gibt es für heute TV-Vorschläge? Was sagt ihr zur Abschaffung von Champions League im Free TV? Da haben wir gestern schon was zu gesagt, hier live vor der Kamera. Jetzt gibt es, ich habe es gerade fertig geschrieben, deswegen kann ich sagen, ich glaube 20 Uhr, ich glaube, also kurz nach 8 geht auch ein ausführlicher Artikel und nochmal ein Statement dazu online. Gerne auf tvspielfilm.de vorbeischauen. Ich erzähle so ein bisschen was zum Übertragungshickhack zwischen Sky und The Zone, weil da gibt es nämlich noch einiges zu erzählen, wie sich eigentlich die beiden Dienste, die Rechte, die einzelnen Spiele untereinander aufteilen. Das dürfte vor allen Dingen auf Kosten auch des Zuschauers passieren. Da steht noch einiges aus. Wenn du dazu mehr wissen möchtest, Christian Kiel, dann besuch gerne unsere Website und ab 20.16 Uhr gibt es den Facebook-Post dazu. Also viel Spaß damit. Da muss man gar nicht um 20.15 Uhr Fernsehen schauen. Wenn aber doch, dann eben die Bachelorette. Wenn das nichts ist, Falling Down mit Michael Douglas. Super Film. Atempause im ersten. Scheint auch gut zu sein. Also so viel zu den... Das sind unsere Tipps für heute Abend. Da gibt es einiges draus zu schöpfen. Also viel Spaß. Geheimtipp vielleicht auf Arte, Piano Forest, ein Anime. Und wir verabschieden uns. Schick aus. Wir entlassen euch vor den Fernseher und bleibt sauber. Ja, Leute. Und dann bis dann. Wir sehen uns. Adios. Und wir bleiben dran bei Hensler, ob es noch mehr Indizien gibt.